geht und willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich bin heute unterwegs mit dem Roller. Ich weiß nicht, ob ich das reinnehme am Videoanfang, wie ich meinen Roller starte. Aber diese Variante, wie ich meinen Roller starte, ja, die hilft auf jeden Fall. Die geht auf jeden Fall gut klar. Auf jeden Fall Leute, muss mich ungefähr entschuldigen, dass ich so inaktiv zurzeit bin. Tut mir wirklich leid, ich habe gestern gestreamt. War richtig geil, das Stream auf jeden Fall, aber ich werde aktiver auf Twitch streamen. Twitch heißt ich twitch.tv/titrox512. Könnt ihr mich gerne folgen, wenn ihr Bock habt. Würde mich sehr freuen. Und ja Leute, wir sind hier auch immer unterwegs. Heute, naja, ist nicht so ein geiles Wetter wie bei den letzten Tagen, aber heute ein bisschen kälter. Aber dafür habe ich auch die Jacke an. Ja, mal schauen, wie sich der Tag noch so ergibt, Leute. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel zu erzählen. Wegen meinem Roller, pipapo, Leute. Und ich hoffe, dass die Audioqualität besser ist als sonst. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass an der Audioqualität, dass sie ein bisschen besser ist als bei den anderen. Ich habe mir den GoPro Adapter geholt und ja, der geht auf jeden Fall schon gut ab, muss ich ehrlich sagen. Der ist schon geil, muss ich sagen. Und wenn euch, wenn ihr Bock habt auf mehr so Roller-Vlogs, ein bisschen talken, dann lasst mal ein Like da, dass ich schon mal weiß, dass ihr Bock auf sowas habt. Und ihr könnt natürlich mir ein paar Themen in die Kommentare reinschreiben, was ich so für Videos machen soll. Also im Vlog halt, im Roller-Vlog halt, was ich so machen soll im Roller-Vlog. Vielleicht ein Q&A oder sowas. Und ich zeige mein Schätzchen euch auch gleich. Ich habe vorhin nochmal getankt, also zu Hause in der Garage. Weil der nächste Punkt hat was damit zu tun. Denn der Roller ist ein bisschen am Arsch, muss ich sagen. Das ist ein bisschen am Arsch. Und ich hoffe natürlich, dass die Kameraposition gut ist, weil ich habe gestern auch aufgenommen und die war leider viel zu tief eingestellt. Also man hat halt die Straße nicht richtig gesehen. Ich hoffe, man sieht die jetzt schon mal besser. Wenn nicht, dann lade ich es halt trotzdem hoch, weil ja, ich will den Vlog direkt heute schneiden und hochladen direkt. Und zwar Leute, was mit meinem Roller zurzeit abgeht, ist, ich kann ihn einfach nicht starten. Also wenn er nicht angeht, dann ist er scheiße, dann kann ich nicht fahren. Das ist halt eine böse Sache. Aber ich habe auf jeden Fall so einen 0815er Trick nicht gefunden, halt von einem Mechaniker, wie man den Roller sonst machen kann, mit einfach mit einem Akkuschrauber, beziehungsweise mit so einer, ja, für so einen Akkuschrauber halt ein bisschen mehr mit mehr Kraft, hat er mir ausgeliehen. Geht ein bisschen leichter an als mit einem Akkuschrauber. Mit einem Akkuschrauber geht auf jeden Fall auch ganz gut. So, genau das ist das Schätzchen. Jetzt machen wir die Dings zu. Ja, Auspuff ist immer noch der alte, beziehungsweise ich hatte schon einen Sportauspuff dran, aber der war viel zu laut, hatte keine ABE-Nummer, also der war voll laut. Und da kommt Fahrradfahrer, okay. Was soll ich dazu sagen, so, weißt du, was ich meine? Ist halt eine Roller, die kann man nicht ankicken, nicht mal mit E-Starter. Und ja, was soll ich dazu großartig zu sagen? Also, er läuft ganz gut, ich habe einen Zylinder gewechselt. Und vom Zylinderwechsel ging dann noch der E-Starter, aber nach dem Zylinderwechsel geht halt gar nichts mehr. Also der E-Starter geht halt einfach gar nicht. Obwohl sich unten bei der Variomatik dieses Zahnrad dreht, also das heißt, dass es halt dreht, aber ich glaube, der hat einfach zu wenig Power. Ich weiß nicht, ich muss einfach mal gucken, was es sein könnte. Weil eigentlich funktioniert er ja schon, aber er dreht sich halt wahrscheinlich zu lasch. Und mit einem alten Auspuff bin ich ungefähr 80 bis 100 gefahren. Und das war schon eine geile Sache, aber da war der Roller einfach fucking laut, ne? Da dachte ich, komm, ich tue einfach den alten Auspuff dran. Er ist wenigstens original und man kann mit normal legal fahren. Naja, meine Geschwindigkeit sagt, dass ich nicht legal richtig fahre, aber ne, der Tacho ist auch ein bisschen am Arsch, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir fahren mal in die Stadt rein und gucken, was dort so abgeht. Weil letztens bin ich gefahren und da war einfach ein Unfall passiert vor meiner Face, Alter, ne? Schade, dass ich die Kamera nicht anhatte, aber kann man nichts machen. Einfach. Digga, das ist so ein... Ach Mann, ich liebe diesen Roller. Und ich bin letztens Motorrad gefahren, also als Sozi. Und da sind wir auf der Autobahn gefahren. Das war so geil, Alter. Ich glaube, ich blende kurz einen Clip ein davon. Sonst, was kann ich noch so erzählen, was in der Zeit passiert ist? Eigentlich gar nichts Richtiges, was passiert ist. Ich muss den Roller auf jeden Fall... Oh, Leute, da war ein Blitzer. Oder was war das? Keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Roller ist halt ein bisschen am Arsch. Also er fährt, aber der will nicht starten. Das ist halt die Scheiße.
Und ja, Leute, wenn ihr das Video seht, bitte nach dem Video, also schaut euch noch zu Ende an. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, aber ich hoffe irgendwie so mit 10 Minuten halt, dass ich mich durchstrecken kann. YouTuber Nilul. Aber sonst, Leute, ich finde den Roller eigentlich ziemlich geil. Er wird halt bald hoffentlich zu einer Werkstatt gebracht und dort halt den E-Starter und halt gucken, was es sein könnte. Vielleicht ist der Vergaser schuld oder irgendwas ist undicht, keine Ahnung, Leute. Weil normal ging der schon, der E-Starter ging einfach ganz normal an, aber der ging einfach danach, nach dem Zylinderwechsel nicht mehr an. Den Zylinder habe ich richtig eingebaut, dieser Pfeil nach unten zum Auslass, Kolbenringe an dem Punkt, wo es sein sollte, also zwei Kolbenringe halt. Neuer Kolben habe ich mir gekauft. Alles neu, weil der hat schon, er hat gerade 27.000 drauf. Ich bin ungefähr 2.000 gefahren, also so um den Dreh, so 25.500 habe ich in circa bekommen, also fast 2.000 Kilometer. Und sonst halt, ne, ich habe ja nichts gemacht am Roller. Ich habe meistens nur, ich habe halt nur den Sportauspuff gemacht, beziehungsweise halt eingebaut. Das hat eigentlich gar nichts zu tun mit dem E-Starter, aber egal. Also Zylinder habe ich gemacht. Gewichte habe ich leider reingemacht, weil die anderen waren einfach am Arsch, die waren einfach Originale noch, es waren noch Originale und darum hat er nicht richtig gezogen beim Anfall und so, aber jetzt geht es ein bisschen besser. Weil links rein in die Stadt habe ich keinen Bock, Alter. Nicht, dass irgendwie die Kollegen stehen oder so, hatte ich keinen Bock auf anhalten zu werden. Und ich spare halt für meine 125er Führerschein, weil ich will die gerne machen, ich bin halt 16 und würde halt gerne den 125er machen. Da würde ich mir auch dann die JZFR 125 holt hier Maha. Weil das Motorradfahren, Rollerfahren macht mir so unglaublich Spaß, ne? Also Motorrad ist halt noch eine, ja, noch eine große Sache, ne? Die ist echt geil. Rolle ist entspannt, man kann halt nur Gas geben, leider kann man nicht schalten, da bräuchte man eine Simson oder eine ältere halt mit der Schaltung. Aber die kostet halt scheiß viel Geld, ne? Und ich hoffe, dass die Qualität auch so passt, wie die ist. Einfach in die Kommentare reinschreiben, negative Aspekte und positive Aspekte. Wäre super geil, Leute, dass ich beim nächsten Rollervlog weiß, was ich noch umstellen soll. Und ich glaube, ich weiß, wo ich noch hinfahren soll. Ja, wir fahren so Puzzles zum Shisha-Shop. voll geile Aktion auf jeden Fall. Und zwar haben die so eine Aktion geplant, also die haben es heute gemacht. Ab 16 Uhr liefern die Kohle aus. Kohle, einfach nur Kohle. Ich wollte mir heute welche holen. Aber die gibt es nur mit 3 Kilo oder 3,5 Kilo. Und ich brauche die normalen 5 Kilo. Die normalen 5 Kilo kosten 5 Euro und die 3, also die 3 Kilo kosten glaube ich 4 Euro, also da zahlt man 1 Euro mehr. So habe ich die beiden Adresse geschickt, dass sie die liefern können. Richtig geile Sache, Alter. Wir fahren gleich dahin und schauen, ob die noch da sind oder. Ja, mal schauen. Genau, Freunde, das ist der Automat, Alter. Da kaufe ich mir auch regelmäßig Tabaks. 24-7, Alter. Let's go, Digga, weiter geht's. Ich würde auch sagen, wir fahren jetzt auch nach Hause. Und verabschieden uns schon langsam. Ich hoffe, dass das Wetter so bleiben wird, wie es jetzt schon ist. Also natürlich wäre es geiler, wenn es wärmer wird, dass ich mit dem Pulli rumfahren kann. Wieso richtig ganz schnell? Nun. So Leute, also ich verabschiede mich schon mal. Schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, was ich noch so für Videos machen soll. Und das habe ich schon alles vorhin angesprochen. Also macht es bitte, wäre super geil. Ich überlege es ab, Alter. Das LKW, alles hier. Also Leute, ich würde sagen, macht's gut. Wie gesagt, lasst ein Like da. Guckt über meinen Livestream, T-Trox 512 auf Twitch. Also Leute, ich würde sagen, habt noch einen wunderbaren Tag und ciao.